Deswegen stellt sich die Frage grundsätzlich, darf man in Schuhen beten oder darf man nicht in Schuhen beten? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Moscheen damals nicht mit Teppichen ausgestattet waren, wie viele der heutigen Moscheen, sondern sie bestanden eher aus Kieselstein oder Sand, sodass es eher angebracht war, wenn man Schuhe anhatte. Das ist also die Ausgangslage. Deswegen diese Fragestellung. Dann schauen wir uns den 650. Hadith an. Dabei geht es sehr wohl um die Thematik, die uns interessiert. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte: Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Freunde im Gebet leitete, zog er seine Schuhe aus und stellte sie auf seine linke Seite. Als die Leute dies sahen, zogen auch sie ihre Schuhe aus. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, sagte er: Was hat euch dazu bewegt, eure Schuhe auszuziehen? Sie sagten: Wir haben gesehen, dass du deine Schuhe ausgezogen hast, und so haben auch wir unsere ausgezogen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Gabriel sallallahu alaihi wasallam kam zu mir und teilte mir mit, dass an meinen Schuhen Schmutz war. Und er sagte: Wenn jemand von euch in die Moschee kommt und sich an seinen Schuhen Schmutz befindet, soll er ihn abreiben und dann mit den Schuhen beten. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam betete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Gebet, während er seine Schuhe anhat. Also entnehmen wir daraus die Legitimität, in Schuhen zu beten. Also ist überhaupt gar kein Problem.